Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Dragon Ball Kakarot. Sehr nice, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind gerade hier im Pause-Menü, weil wir, und ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, wir sind gerade mit im Kampf gegen die Cell Juniors, mehr oder weniger. Diesmal haben wir Trunks dabei als Unterstützer und natürlich Vegeta. Wir spielen mit Son Goku. Dieser Level 48 sehen wir schon oben rechts, also auf jeden Fall machbar. Ja, wir gehen rein, oder? Cool, dass ihr mit dabei seid. Wir gehen rein. Let's go. Ich spiele mal sehr gerne mit Unterstützercharaktere. Macht immer sehr viel Bock bei dem Game, finde ich. Ja, und umso cooler. Das werden wir dann später am Spiel, wenn wir, denke ich mal, im DLC sind, noch viel öfter sehen, denke ich. Oder ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube wohl, da kann man ein bisschen selbst entscheiden, wie man das machen will. Und ja, ich mache das immer sehr gerne. Finde ich immer sehr schön. Ja, aber okay, man darf sie nicht unterschätzen, die Cell Juniors, sie sind klein und vielleicht ein bisschen schwächer, aber dennoch immer noch, ja, relativ stark, wie wir sehen. Haben auf jeden Fall gut Power, die kleinen Kollegen hier. Darf man nicht unterschätzen, kein Fall. Und wie schon gesagt, wir müssen halt aufpassen, wir haben nicht mehr viele Heal-Items und ich will natürlich noch ein paar magische Boden für das Finale aufheben, weil das, oder wie ich schon gesagt habe, könnte das relativ knifflig werden. Ohne magische Boden da reinzugehen, könnte ein Fehler werden, weil wir brauchen unbedingt welche. Unbedingt. Wenn es für zwei sind, also Minimum zwei, würde ich sagen. Mehr dürfen wir nicht verwenden vorher. Sonst, ey, werden wir das nicht schaffen? Auch jetzt nicht vielleicht. Oh, ich glaube, wir sehen, die Typen sind stark, ne? Die sind echt nicht schwach. Ey, Trunks, Vegeta, macht mal mehr bitte, ja? Das wäre sehr schön, wenn wir da ein bisschen. Ja, gut, ihr seht schon, Leute, ne? Wir müssen eine nehmen. Eine müssen wir nehmen. Fünf Stück haben wir noch. Fünf Stück haben wir noch. Und die haben noch gut Leben, wir sehen's. Die haben noch gut Leben, die beiden. Die machen auch viel Kamehameha, ne? Also. Schon wieder. Zweimal, Leute, was soll ich dagegen tun, ey? Trunks und Vegeta machen nicht viel, habe ich das Gefühl. Machen nicht viel. So ein bisschen. Die leben, haben auch immer noch gut leben, die beiden, wir sehen. Also, da geht auf jeden Fall mehr, Trunks und Vegeta. Da geht auf jeden Fall mehr. Da will natürlich für sein Kamehameha machen, ihr seht's, ne, geht weg. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen pushen. Ja gut Leute, das wird schwierig. Das wird schwierig. Leben wir schon wieder gut angeditscht. Wir werden wahrscheinlich noch eine magische Bohne nehmen. Wir haben fünf Stück noch. Ja gut, das ist natürlich äußerst schlecht, Leute. Das ist schlecht, ich weiß. Das ist sehr schlecht. Ja, wir machen das hier ganz und gar nicht gut. Das gefällt mir auch nicht. Ich mache jetzt mal Genki Gama. Hoffen wir, dass die ein bisschen reinhittet. Ja, auch nicht viel. Leute, das habe ich mir besser vorgestellt. Das habe ich mir vor der Folge besser vorgestellt. Also das, guck mal, wir haben schon wieder kein Leben. WTF, wir müssen euch mal den Super Saiyan wegmachen. Wo, das macht noch mehr. Ach, das macht noch mehr. Okay, krass, okay. Aber wir können über Super Saiyan kämpfen. Oh gut, das ist natürlich ärgerlich. Unser Leben ist schon wieder weg. Wir haben noch vier Stück, Leute. Das kann nicht sein. Oh Mann, Leute, das kann nicht sein. Das wird natürlich jetzt. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Junge, wie oft kann das Kamehameha machen, Leute? Erzählt es mir doch mal bitte. Wie oft kann er das Kamehameha machen? Das ist ja wirklich mittlerweile schon frech, oder? Es ist mittlerweile frech. Jetzt ist es mittlerweile frech und wir haben wieder kein Leben. Also zumindest mal nicht viel. Wir haben die Ultimate, glaube ich. Ne, wir noch nicht. Ja, schön benommen. Das ist schon mal gut. Danke dafür. Na gut, das reicht jetzt.
Aber trotzdem war das nicht gut, Leute. Das war auf keinen Fall gut. Ja, aber wir haben noch wie viele? Ja, wir haben, glaube ich, nur 3 magische Bohnen. Das sollte vielleicht ein bisschen reichen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erreichen wir mal Level 51, 47 und 45 mit Trunks. Ja, immerhin, Leute, ne? Immerhin. Aber das war, wie gesagt, überhaupt nicht gut. Time's over, my little babies. Time to finish the job. Kill them! Kill them all! They're all gonna die. If I'm really hiding a lot of power, then I want to unleash it. But how do I get angry enough to tap into that power? What? What's going on? Things aren't looking too good. Perhaps we should fall back. Wait. Before you retreat, please take me to the child over there. Leute, es passiert gleich. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin ruhig. You see who's right next to the kid, don't you? It's Sal. You want to help, do you not? I know you do. You are the world martial arts champion, after all. But Mr. Satan is the champion of the people, not monsters like you! All right, I'll do it. Don't do it, Mr. Satan. You'll be killed. Put a sock in. I don't know these guys, but they're giving it everything they got. A true champion can't just turn tail and run away. So, I just need to get you close, right? Yes, thank you. Man, it's scary out here. You can throw me once you are close enough. Huh? You serious? Here goes. Yeah. Android 16. Cool, Leute, es wird nochmal Spannung aufgebaut. Leute, alles S, WTF, Son Goku gegen Cell S, Son Gohan gegen Cell S und Son Goku gegen, ja, Cell Junior X3 S. Leute, das war doch gut, ich habe keine Ahnung wieso, mir kommt das immer gar nicht so gut vor. Ich glaube, S ist das Beste, Leute. Ich weiß gar nicht, Leute, mir kommt das immer gar nicht so gut vor. Aber anscheinend machen wir einiges ganz gut. Cool, na okay, gut. Keine Ahnung, Leute. Wir gehen rein, Leute. Legendärer Moment. Jetzt EP nochmal ordentlich EP reingeballert. Für zum Gorn, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Aber egal, wir gehen rein. Oh, Cutscene, Leute, Cutscene. Bin ruhig. It is not a sin to fight for what is right. Give in to your anger. Let it flow through you. There's no need to hold it in any longer. The plants and animals that I love. Please protect them. I'm counting on you. You've prattled on long enough. You factory defect. Okay.
Holy shit, Leute. Holy shit, wie nice das aussieht. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. WTF. Beautiful, Leute. Beautiful, wirklich. Mega krass aus, Junge. Oh mein Gott. Genau so habe ich das vorgestellt, Leute. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Also die Animationen allgemein und gerade das hier bei Dragon Ball Kakarot, Leute, sind schon eine 10 von 10, definitiv. Das sind schon so die besten, die wir so sehen. Da kommen noch einige Leute, gerade bei der Buu-Saga. Aber das hier schon wieder ist heftig, wirklich. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Die Transformation Super Saiyan 2 ist jetzt für Zuguan verfügbar. Mega nice. Da haben wir ihn, Leute. Teen Super Saiyan 2 Son Gohan, Leute. Mega, ich freue mich. Cool. Mega cool, wirklich. Können wir auch neue Sachen freischalten, noch nebenbei? Ja, das hier noch nicht. Das machen wir später, glaube ich, nach. Oh, hier. Hier haben wir noch was. Ungezügelte Macht. Crazy, okay. Haben wir das schon automatisch jetzt ausgerüstet? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier... Ah, obwohl ist das schon das zweite? Hat er schon automatisch gemacht, glaube ich, ne? Definitiv. Okay, dann nehmen wir mal, glaube ich, noch... Nehmen wir das, komm, enorme Kraft nehmen wir rein. Leute, wir sind eigentlich ready. Wir können nichts machen, großartig. Wir müssen jetzt noch Cell besiegen. Nur noch in Anführungsstrichen. Weil das wird wahrscheinlich... noch ein bisschen schwieriger als wir denken. Aber gut, wir gehen rein. Ja, schon cool. Ist schon nice. Aber wie gesagt, die Cutscenes und so weiter, ne? Sind schon heftig. Bei Dragon Ball Kakarot, wirklich. Ich bin da auch echt mal gespannt jetzt. Zumindest mal zum Zeitpunkt des Videos, wo ich es aufnehme. Wenn ihr das 2 Jahre später seht, dann wahrscheinlich wisst ihr schon, wie es dann bei Tenkaichi 4 sein wird, ne? Ob sie das toppen können, also Kakarot und Fighters. Ich bin gespannt, ich hoffe es ein bisschen, aber ich bin sehr gespannt. Ja, Cell kommt hier mit den Super Saiyajin, ne? Damit kann er nichts mehr reißen. Das ist ja peinlich, Cell. Das ist ja peinlich. Kommt der mit den Super Saiyajin? Ich glaub's nicht. WTF. Was soll der Scheiß? Junge, hab zerstört. Hab komplett am Rasieren hier. Ja. Easy. Oh, Leute, das macht so Bock zu spielen jetzt. Oh, ich stelle diese Animation, Junge. Es ist so heftig. Es ist so heftig, Leute, wirklich. Ich bin verliebt. Ich bin erneut verliebt, Leute. Das ist ja wirklich, das ist ja insane. Ich habe das natürlich alles nicht mehr so krass in Erinnerung, ne, wie von damals. Alter, wie easy war das? Aber da kommen noch ein paar Kämpfe, Leute, glaube ich. Da kommt noch ein finaler Kampf oder zwei. Level up für Son Gohan 53. Mega. Crazy. Crazy, Leute. Crazy. Hat Bock gemacht. So lobe ich mir das. So kann es weitergehen. Aber leider, wir wissen leider, ne, wir zum Gohan ein bisschen arrogant. Ah, wäre ich auch. Wenn ich Super Saiyan 2 werden würde, wäre ich auch arrogant. Fühle ich. Naja. Ah, krass. Stimmt ja. Habe ich ganz vergessen, dass er sich nochmal zurückverwandelt. Und weil er C18 ausspuckt. Stimmt ja, Leute. Habe ich ganz vergessen. Aber ich bin ruhig.
only 30 seconds left! No! No! What are we gonna do? We gotta do something! There's nothing we can do. We're done for. Just 10 seconds left! Welp, I guess this is the only option we've got left. I can't really think of any other way to save the Earth. Goku, wait. What are you doing? Later, you guys. Go on. You did great. I'm so proud of you. Dad! Tell your mom something for me. Tell her I'm sorry. Sorry, King Kai. This was the only place I could think of to bring him. It's gone. Goku's energy is gone. Gohan. Wait! Where'd he go? Where's Cell? It's over. You and your dad did it. Good work, Gohan. My dad! Your dad did what he did with a smile on his face. He was proud of how much you've grown. Come on, Gohan, let's head. This power! It's. It looks like I hit Trunks. You're probably wondering why I'm still alive. Allow me to explain. I have a small mass inside of me. As long as that mass remains intact, my body can continue to regenerate. Once regenerated, I not only regain my perfect form, but my power also increases, not unlike Gohan's. This must be due in part to the Saiyan cells I possess and their impressive ability to increase one's strength and resilience with every near-death experience I have. I was also able to learn Goku's instant transmission, which, I suppose, makes me even more perfect than, well, perfect. You see, Goku thought he beat me, but instead, he's only made me stronger. You're going to pay for what you did to Trunks! Hmm? You're dead! So much for the Prince of Saiyans. You're next, Gohan. Huh?
Okay, wieder viel passiert. Ja, krass auf jeden Fall. Das, also ich hab's ein bisschen, das mit Trunks habe ich schon ein bisschen vergessen, hätte ich gesagt. Aber auch wieder sehr coole Animation, ne, bei Vegeta und so weiter gerade. Also wie gesagt, die Animationen, die sind schon on point bei den Games, muss ich immer wieder sagen, wirklich. Und natürlich auch Super Saiyan 2 jetzt auch, haben wir gesehen, mit den Blitzen und so weiter, ne? Also ist schon krass eigentlich, dass auch diese Saiyans Kern hat, oder Saiyans Gen hat, besser gesagt, kann man ja sagen. Ja, Leute, wir gehen rein. Goku hat sich ein bisschen sonst umsonst geopfert. Im Anime war das sehr traurig damals, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ja, Leute, wir gehen rein. Aua, schon mal nicht gut. Level 52er Cell gegen 53er Son Gohan. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger als noch vorhin. Ah, shit, der hat sich geklont. Nicht gut. Okay. Aber wir haben noch die magische Bohne, Leute. Das war eigentlich ganz gut. Wir haben es gut ausgehalten damit. Ich denke mal, das sollte reichen jetzt. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir werden sehen. Ja, okay. Bin der schon tot? Muss direkt einen nehmen. Nein, Mann. Okay. Das ist nicht gut. Also, wir kriegen gerade sehr viel Damage, was mir nicht gefällt. Da kam ja mir. Na, Höhenspirale. Na, okay. Wir haben ihn aber gleich. Nein, dann Ultimate, oder? Nee, dann Buff. Oh nein, mein Gott. Muss heilen, glaube ich. Oh mein Gott. Nein, der macht's gut. Kamiya ins Gesicht gedrückt. Shit. Alter, Leute. Der Typ ist nicht einfach, hab ich das Gefühl. Aber so soll's doch sein, Leute. So soll's doch sein. Das soll ja schwierig sein. Junge, chill. Okay, letzte magische Bohne, Leute. Letzte magische Bohne. Und er drückt seine Ultimate rein. Das ist nicht gut. Gut, ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Das wird nicht reichen, Leute. Das wird nicht reichen. Wenn er das noch 10 Mal macht. Okay, er macht das 3 Mal oder so. Crazy. Ja, okay. Das wird schwierig jetzt, Leute. Das wird schwierig. Aber nicht unmöglich. Wir sehen, sein Leben ist auch relativ wenig. Macht schon wieder das. What the fuck? Stop. Ja, let's go. Okay, es reicht, glaube ich, Leute. Es reicht. Nice. Könnte reichen. Noch ein Hit. Easy, okay. Easy nicht, aber wir haben es geschafft. Nice, GG. Junge, das war knapp. Wenn jetzt noch ein Kampf kommt, Leute, habe ich verloren. Ich hoffe, jetzt kommt das Finale mit dem Kamiya. Mit dem Vater-Sohn Kamiya. Ansonsten könnte es, glaube ich, nichts werden. Wir haben keine magischen Bohnen mehr. Aber jetzt mal Cutscene, Leute. The Earth and the whole
even in full power. You'll be fine. You can still win. Believe in yourself, Gohan. Release it. Release everything. Give him all you've got. Show me, Gohan. Show me our combined power. I will. This is the end for you, Gohan. Did it. Way to go, Gohan. Wow, was ein legendärer Moment, oder? Mit der Musik und so weiter. Ey, habe ich mega gefeiert gerade. Mega schön, wirklich. Sehr, sehr geil gemacht wieder. Oh, ich hätte Gänsehaut, Leute, ich hätte Gänsehaut wieder ein bisschen. Ich bin auch krasser Fanboy, heute. Aber das habe ich gerade sehr gefeiert. Wieder beides wieder S gegen Cell. Crazy, okay. Das läuft auf jeden Fall sehr gut irgendwie. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Aber wir machen weiter. Sehr nice. Mega gut. GG an Cell, Junge. Beans, but Dende will fix them up in no time. Let's get him to Dende. All right, let's go. Hey, Vegeta, you need a hand? I don't need your help, understand? You better stay away from me. What are those guys? Mr. Satan! Well, where is Cell? Huh? Cell? Well, he's gone. I beat him. What? Those freaks are just prancing around with their flashy magic tricks. So I told them, enough was enough, you know, and I went in there and I showed Cell who's boss. Oh, but where are the others? Thanked me and they went home. Incredible! So you mean the Earth has been saved from Cell's reign of terror? Well, that's right. You heard it here first, folks! Earth has been saved! And it's all thanks to our hero, Mr. Satan! Mr. Satan! Mr. Satan!
at Kami's lookout. It's over. Gohan took care of Perfect Cell. Everything's gonna be all right. Gohan? Yeah, he was unbelievably strong. Even you wouldn't be able to touch him. You owe Krillin your thanks. He risked his life to save you once Cell spit you out. Mm-hmm. Well, I couldn't have just left you there. Oh, I think I get it! You like her, don't you, Krillin? You like 18! Don't blurt it out like that! So what, little man? You want me to hold your hand or something? Is that what you want? Hey, what's your problem? Is there any way to treat the guy that saved your life? Huh? Calm down, Yamcha. We need to focus. We have to get all the Dragon Balls and use them to revive Trunks and everyone else who was killed. Right. Why did it get dark all of a sudden? What is that? Please bring back all the people who were killed by Cell! Consider it done. Where am I? Interesting. Still can't sense Goku's energy. State your second wish. Wait! Can't you bring back Goku? I'm afraid not. Goku has already been brought back from the dead once before. State another wish. Well, there you go. He can't do it. No. There's got to be a way. We can figure this out. Hey, guys. It's me, Goku. Goku? I'm talking to you from Otherworld. Listen up. So, I was talking to Bulma earlier, and she mentioned the fact that I've always got all these bad guys coming after me. And when you really think about it, it sucks how right she is. All that's to say, I think it's probably better for the Earth if I just stay here. Don't get me wrong, I'm not trying to make a heroic sacrifice or anything. I'm actually getting some special treatment here because I saved the Earth so many times. Normally when you die, you turn into a spirit. But I'm getting to keep my body. Plus, I've got plenty of super strong people from the past to keep me entertained. Which, I'm not gonna lie, is cool. That doesn't mean I don't feel marginally bad for Chi-Chi and Gohan, but you guys don't need to bring me back. Gohan's already way stronger than me now anyway, so you'll be fine. Dad, that's not true. Gotta go. Bye! Okay, and make sure to look me up or whatever when you die. Bye-bye! You know, if you ask me, he seemed awfully happy and upbeat for a dead guy. I grow tired of waiting. State your second wish. Do you not have a wish? That's right! So what should we do? Are we going to wish for something? Shinran! Can you make Android 17 and 18 human again? That cannot
it was kind of a long shot. Why Android 17? I thought he was dead. No. He was just brought back with the others killed by Cell, so he's alive now. Well, then can you at least remove the explosive devices that they have implanted in their bodies? That I can do. There. The devices have been removed from their bodies. Farewell. Krillin, why would you wish for something like that? Well, I felt bad for them, you know? I mean, who wants a bomb inside their body? But why remove the device from 17's body, too? Well, I thought 17 and 18 might be good for each other. I don't think I'm ever going to understand it, this whole love thing. You idiot! 17 and I are brother and sister. I told you to leave me alone, and don't think I'm going to thank you for removing the bomb. Ever. Later. Hey, she said later. Maybe that means she wants to see you again, huh? I have no idea what's going on. I'd be a lot happier, I guess, if it weren't for the fact that Goku's not here. Well, I think I'm going to head back. Chiaotzu's probably worried about me. Right. I'm gonna get going, too. So, Trunks, when are you heading back to the future? I think I'll stay one more night and get some rest before leaving tomorrow. All right. We'll see you off tomorrow, then. Mr. Piccolo, are you gonna stay here now? Yeah, that's the plan. Would it be okay if I visited you every now and then? Of course. Bye, Mr. Popo. Bye, Dende. Stop by whenever you want. Father? Oh yeah, trust me, he was pretty upset when you were killed. He flipped out and went all berserk on Cell. Wow, my father? He did that? I'm off. Goodbye, Trunks. Good luck in your future. Go on. Thanks. I'll do my best. You guys take care of yourselves. Have a safe trip back. Take it easy. Later!
Goku! With Cell totally gone, Earth is finally at peace once again. Hard to believe that was 7 years ago. I can't help but wonder what everyone's up to. Well, look at that! Gohan's as tall as me now. I'd love to go a few rounds with everyone again. Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z Galactic Showdown with the mighty Majin Buu. You really don't want to miss it, trust me. Leute. Ja, bevor ich gleich was erzähle, kurz noch weitermachen. Seit Trunks Rückkehr in der Zukunft sind ein paar Tage vergangen. Son Gohans Frisur veranlasste Chi-Chi zu einer Frage. Gohan, how long do you intend to keep that look? Since Dad died, I've been doing a lot of thinking. Trust me, Mom, I have my reasons. Well, suit yourself. But for the record, I much prefer your normal look to this gaudy Super Saiyan business. I'm sorry. You know, you get bigger with each passing day. And you look more like your father, too. You think so? Your fashion choices are yours to make, provided you keep up with your studies. Understand? Yes, ma'am. Thank you. I'm not sure where to start. Piccolo can give me some good advice. Hey! Hello? Mann, du hast es echt gezeigt, wer hier der Boss ist. Was? Ich wusste ja, dass du stark bist, aber wow, du bist echt so ein Gokus Kind. Wobei ich mich frage, wie viel stärker du sein könntest, wenn du etwas mehr trainieren würdest. Aber wahrscheinlich brauchst du gar kein Training. Es könnte noch mehr Schurken auftauchen. Vielleicht sollte ich oder vielleicht sollten wir zur Sicherheit weiter trainieren. Du bist einfach der Schlauste, Son Gohan. Aber ja, wir wissen nicht, was noch alles geschehen kann. Ich sollte trainieren, solange ich kann. Aber überanstreng dich nicht. Zell ist immerhin eine Geschichte. Alles klar, danke Krillin. Bis dann. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ja, wir haben das Menü freigeschaltet. Trainingsmenü. Okay, Leute. Okay, Leute, wir haben... Ja, lass uns aber mal erst ein bisschen durchlaufen, ne, bevor ich hier mein Party mache, bevor wir wissen, was wir reden werden. Wir haben die Zelda-Saga beendet. Es war sehr nice. Auch gerade die Szene mit Vegeta nochmal in Schwanz, mit den Handzeichen. Da fand ich immer sehr schön und war auch hier sehr schön rübergebracht, dass sich dann doch beide sehr nahe gekommen sind. Fand ich irgendwie cool. Allgemein, wie ich schon gesagt habe, die Animation und so weiter fand ich sehr schön. Die Cutscene war jetzt sehr lange, war aber auch sehr schön mit der Musik im Hintergrund und so weiter. Hat mir sehr gefallen wieder. Hat so einen schönen Abschluss, habt ihr gemerkt? Mit der Vorschau zu der neuen Saga, mit Majin Buu zum Beispiel. Also das hat schon alles sehr cool gepasst gerade, finde ich. Und hat einen coolen Vibe gehabt. Ich freue mich sehr, sehr cool, dass wir jetzt auch die Zelda-Saga beendet haben. Doch eine Saga, Leute, steht uns vor. Oder vor uns, das ist die Majin Buu-Saga, wie schon gesagt. Danach, ja, gehen wir in die DLCs rein, aber jetzt erstmal in die Buu-Saga. Davor, wie gesagt, bevor wir dann in die Buu-Saga gehen und Son Gohan erwachsen wird, können wir nochmal ein bisschen mit Teen Gohan was machen, ne? Das ist ja schön gemacht vom Spiel, weil wir alle lieben Teen Gohan und wir wollen natürlich noch ein bisschen mit ihm spielen, weil das mit Cell war ja halt ein bisschen schnell vorbei. Man hat da nicht viel mit ihm gespielt und... Sehr schön, dass uns das Spiel jetzt die Möglichkeit gibt, noch ein bisschen was mit Cell, mit Son Gohan zu machen. Das ist sehr schön. Und Leute, und das große und, worauf ich mich sehr freue. Jetzt, wo wir Future Trunks freigeschaltet haben oder mehr oder weniger Future Trunks gesehen haben, haben wir jetzt auch die Zeitmaschine freigeschaltet, laut meines Wissens. Das bedeutet, für die, die jetzt wirklich fragen, hä, okay, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wir können jetzt Quests nachholen, die wir verpasst haben. Das sind die beiden hier. Die hier nicht, glaube ich, weil das ist der Charakter von Piccolo, also eine Piccolo-Mission. Die hier, die Stufe 3, die ganz am Anfang gegen Raditz, haben wir nicht gemacht, weil wir so gehypt waren. Schaut ihr gerne mal rein, die erste Folge. Da waren wir ja so gehypt von dem Gen-Update, dass wir, also Upgrade, besser gesagt, dass wir das ganz komplett vergessen haben.
Aber wir können das nachholen jetzt mit, wie gesagt, Trunks. Laut meines Wissens sollte das jetzt gehen, aber ich weiß nicht genau, Leute. Kann auch sein, dass es später kommt oder am Ende des Spiels. Wir werden das auf jeden Fall später checken, definitiv. Ja, wie wir sehen, haben wir jetzt einige Nebenquests, die wir machen können. Die werden wir natürlich alle machen, weil wir wollen natürlich... Der Cyborg Tower beginnt, okay. Das ist dann wie später die Main Quest. Wir haben jetzt einige Quests, die wir machen können und machen wollen. Das werden wir auch tun. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Belohnung annehmen, die wir hier freigeschaltet haben, einige. Wir werden dann in der nächsten Folge ein bisschen die Community wieder ausbauen. Wir haben ja einige Geschenke gesammelt. Dragon Balls haben wir keine, aber wir können wieder welche sammeln. Bedeutet, wir können wieder einige Sachen uns wünschen. Das wollen wir natürlich. Und ja, soweit, Leute, sind wir eigentlich ready to go gleich für weitere Abenteuer mit Son Gohan, mit Teen Gohan vor allem. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Ich habe mega Bock. Aber davor erstmal wieder ein bisschen was freischalten, wenn wir schon mal dabei sind. So, haben wir schon den Super Saiyan 2 ausgerüstet? Ja, perfekt. Sehr schön. Wir können jetzt Super Saiyan 2 anwenden mit Son Gohan, logischerweise. Das ist auch sehr schön. Sonst habe ich alles gesagt, Leute. Soweit, so gut. Hier schon Dragon Ball. Den können wir gleich mal sammeln. Gegebenenfalls. Okay. Eine magische Bohne können wir jetzt auch nochmal holen später. Ich will einmal kurz gucken, ob ihr jetzt. Ich will einmal kurz gucken, ob ich gemeinsam hier in der Folge. Ob jetzt hier bei der Capsule Corporation hier jetzt die Zeitmaschine ist von Trunks. Sie sollte jetzt davor stehen eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Wie gesagt, wir müssen das abchecken und dann wissen wir Bescheid. Normalerweise sollte sie jetzt hier stehen. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht wird sie auch später getriggert. Bin mir echt nicht mehr sicher, Leute, wann die freigeschaltet wird. Es kann auch sein, am Ende des Spiels, ne? Das kann auch sein, definitiv. Aber gut, wir werden es auf jeden Fall in der Erfahrung bringen, definitiv. Vielleicht war es auch hier drin. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. So, wir reden mal mit den Kollegen hier. So, herstellen wir da nur. Okay, wir können hier auf jeden Fall nochmal stimmt trainieren. Haben wir auch noch. Und beziehen können wir mittlerweile immer noch nicht, oder? Ah, es fehlt Geld natürlich, wie immer. Sandy, um genau zu sein. Zum Gohan haben wir schon. Ach, okay, das ist mit 9 mit zum Gohan hier. Das können wir auch mal machen, eigentlich. Die Tage oder in den nächsten Folgen, besser gesagt. Ja, wir können auch einiges machen. Wir müssen auch noch einiges machen für die Platin-Trophäe. Oder für die Platin-Trophäe, die wir unbedingt haben wollen. Bei dem Game. Okay, Leute. Danke schon mal fürs dabei sein. Ich denke mal, das war doch eine coole Folge. Ein cooler Abschluss mit der Zeltsage und so weiter. Wir haben einiges zu tun wieder in den nächsten Folgen. Wahrscheinlich dann wieder ein bisschen längere Folgen, weil wir dann wieder ein paar Sidequests machen und so weiter. Bevor es dann weitergeht in die Majin Buu Saga. Leute, danke fürs dabei sein wieder. War mir eine Ehre, euch, ja, mit euch das gemeinsam zu machen, macht mir sehr viel Spaß. Danke natürlich auch an alle für die Likes, die ihr vielleicht dagelassen habt. Auch das ist wieder mal sehr nett gewesen, wirklich. Macht das gerne weiter, wenn es euch denn gefallen hat, ne? Wie ich immer so gerne sage. Oder abonniert diesen Channel, Leute, auch da. Danke an alle, die das bisher gemacht haben, wirklich. Das ist sehr, sehr nett. Es freut mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, dann, wenn ihr sagt, ich abonniere, dann natürlich das so interpretieren, dass ihr sagt, es hat euch gefallen. Und ja, Leute, cool. Danke an alle. Auch danke an alle, die Likes da, Likes nicht, habe ich ja schon gesagt, die Kommentare da lassen, Tipps und so weiter. Auch das ist sehr gerne gesehen. Vielen Dank, Leute, vielen Dank. Euch jetzt noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht was draus zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video mache. Ist ja sehr schönes Wetter aktuell. Ja, macht was draus und habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch was, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit, viel Gesundheit und Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und mach's gut. Ciao.